Neues aus der Bubble. Gestern, am 15.07.2020, kam der dritte Fleet Carrier Patch und mit ihm einige Änderungen das Mining betreffend. Schauen wir mal rein. Der erste Punkt bestätigt wie erwartet die Entfernung des Exploits, mit dem man ein unterirdisches Depot wieder auffüllen konnte, indem man in einen Jäger und wieder zurückwechselt. Das ist keine Überraschung. Aber ein angeblicher Bug, der dafür gesorgt hat, dass überlappende Hotspots eine zu hohe Materialverteilung haben, wurde entfernt. Auf gut Deutsch, überlappende Hotspots lohnen sich weniger. Als Kompensation wurde der Effekt eines einzelnen Hotspots auf die Seltenheit eines Materials verdoppelt. Demnach müssten sich einzelne Hotspots nun eher lohnen. Im Falle von Diamanten kann ich das aber ganz klar widerlegen. Ich habe in einem einzelnen Hotspot innerhalb einer Stunde kein einziges Diamantvorkommen gefunden. Ich habe gestern Abend auch die beiden Triple Hotspots in HIP 4351 und Kohl 285 Sektor CCK A382 getestet. Ich war in beiden Hotspots jeweils über 2 Stunden und habe insgesamt etwas über 30 Tonnen zusammenbekommen. Der absolute Nerfhammer. Um es klar zu sagen, nach dem aktuellen Stand ist das Mining von Diamanten erledigt. Kann man sich sparen. Interessant ist auch die Patchnote für den Handel. Offenbar war es ein Bug, der nun behoben ist, dass bei Stationen der Bedarf nicht sank, wenn dort entsprechendes Material verkauft wurde. In Zukunft kann das bedeuten, dass Stationen nur noch für eine entsprechende Menge den angegebenen Preis bezahlen, bis der Preis sinkt oder das Material überhaupt nicht mehr angekauft wird. Die Preisangaben bei Internetseiten wie Inara und ähnliche wird damit noch spekulativer. Es ist auch zu erwarten, dass Spieler ihre Market-Konnektoren ausschalten, damit andere nicht von den Stationen mit guten Preisen erfahren und den Bedarf verringern, indem sie ebenfalls dort verkaufen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Heute wurde zusätzlich nachgeschoben, dass Fleet Carrier nur noch Kaufangebote bis zu einem Wert von 2 Milliarden anbieten können. Der Aufkauf von Material in großem Stil, während der Besitzer offline ist, ist damit ebenfalls vom Tisch. Die einzige beruhigende Nachricht ist, dass eine eventuelle Verschlechterung des Tritium-Minings unbeabsichtigt war und behoben wird. Zum Schluss noch ein Tipp: Pyneet ist davon nicht betroffen. Fliegt einfach den eingeblendeten Doppel-Pyneet-Hotspot an und verdient euer Geld damit. Nicht so lukrativ wie früher die Diamanten, aber immer noch lohnenswert. Wir sehen uns in der Bubble.